Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Aliens im Schrank. Nein, wir im Schrank, Alien draußen. Da ist er schon wieder. Ich wollte gerade rausgehen, Wir sitzen hier schon seit Tagen in diesem Sprint. Ne? Haben mega Hunger. Und Durst. Aber wir kommen hier nicht raus. Denn unsere Freundin ist die ganze Zeit hier unterwegs. Willst du mich verarschen jetzt? Willst du mich jetzt echt verarschen? Was soll denn das? Ich hab doch... Okay, anscheinend ist es wohl auch so, dass wenn wir zu lange innerhalb eines Versteckes bleiben, sind wir auch im Arsch. Das kommt mir alles ziemlich komisch vor, oder nicht? Oh ja, mir auch. Vor allem, weil ich jetzt hier schon zum 5. Mal gehe. Ich weiß. Ist ja nicht das erste Mal. Siegfried versucht seit Jahren die gesamte Ausstattung zusammen mit Sevastopol zu verkaufen. Bis jetzt wollte es niemand, aber das bedeutet, dass die Sicherheitsvorkehrungen noch intakt sind. Okay, genug Rede jetzt, Waits. Okay, das ist ein Code. Einige von Ihnen haben eine Unterhaltung mit einem Menschen, die Wartungssysteme mit dem Code zugreifen. 8897. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Sie kennen mich.
Okay, wir haben jetzt den Androiden hier hinter geschickt. Haben jetzt die Kamera ausgeschaltet. Das ist auch eine Möglichkeit. Jetzt würde ich gerne das hier aufmachen. Aber ohne, dass ich drauf gehe, bitte. Die Musik macht mich fertig. Der Android ist da drin wieder. Ist der da jetzt wieder weg? Meine Kamera geht nicht, Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungsandroid ist unterwegs. Scheiße. Scheiße. Ey. Geht's noch? Okay, ansonsten glaube ich, komme hier nicht an das Terminal ran. Überschuss vermeiden. Fehler. Anlagenverbindung aktiviert. Strom zu lokalen Leitungsschaltern wiederhergestellt. Wo finde ich die Leistungsschalter, Waits? Da ist einer in den Analyselaboren. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Okay, klar. Hätte ich jetzt auch gesagt. Geht's einfach mal hoch. Tür verschlossen. Das ist gut. Dann bin ich ja hier richtig. So, und jetzt macht uns der Roboter alle, oder? Nee, der hat...
Der hat weiße Augen. Wieso geht eigentlich meine Taschenlampe nicht mehr an? Wieso geht meine Taschenlampe nicht mehr an? Oh Gott, ich muss jetzt hier wieder... Oh Gott. Kann ich da durch? Da drüben, durch die Tür? Dann bin ich in dem großen Raum. Könnte ich auch hochklettern. Ich komme nicht vorbei. Hier waren wir doch schon, oder? So schaut das ähnlich aus. Da haben wir doch den Typen hier gekillt. Leistung. Leistungsschalter zurückschalten oder was? Was willst du von mir? Initiation Energie. Hier waren wir doch schon. Klar waren wir hier schon. Ich muss die Leiter hoch. Ja, eindeutig. Ich muss die Leiter hoch. Das war doch das, wo wir hier rausgerannt sind dann, ne? Warum ich hier diese Dinger hier... Oder ist es nur so ein ähnliches? Weil da ist nämlich noch ein Android drin. Bei den anderen war nämlich keiner mehr drin. Wieso geht meine Taschenlampe nicht mehr? Oh, Scheiße. Ich hab's gewusst. Der Augenblick, wo ich gehört habe und gesehen habe, dass wir diesen Alarm ausgelöst haben. Mache ich das denn? Oh Gott. Tod 538. Okay, Gott sei Dank haben wir hier diesen Speicherpunkt gehabt. Und der ist hier direkt... Na. Dem hier ist es nicht so gravierend schlimm.
Fehler. 2743, okay, Schließfächer. Hey, ich hab doch noch einen da oben. Dann halt nicht. Jetzt habe ich den Code vergessen. War ja so klar. Zwei, sieben, drei, vier. 2743, so rum. 2743. Da ist was Tolles drin sein. Okay. Da kommen wir nicht rein. Okay, so ein Überbrückungsdinkel habe ich nirgendwo gesehen hier, ne? Dass wir die Alarmanlage ausschalten könnten. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Da ist kein Terminal, oder? Auf den wir zugreifen müssen. Nee. Wir müssen nur hier rein. Haben wir den Schalter irgendwo übersehen? Da, das habe ich gesucht, Joe.
Okay, was für einen Schalter müssen wir hier aktivieren? Bist du der Schalter? Nein. Bist du der Schalter? Nein. Du? Du auch nicht. Du bist der Schalter, auch nicht. Was für ein Kackschalter. Ich habe keine Ahnung, was für ein Schalter wir hier. Ich bin doch genau da, ne? Nee, bin ich nicht. Da drüben, da müssen wir hin. Hier waren wir schon. Hier haben wir den Schalter nicht gefunden. Da ist er. Da ist er, der Schalter. So, ne? Okay, das ist anscheinend erledigt. Gott, wo ist denn der? Der ist ja ganz woanders. Der ist ja ganz woanders. Okay, wohin? Gut, wir müssen hier raus. Da gibt es keinen Ausgang. Wir müssen hier ganz außen rumlaufen. Oh, Scheiße. Ja, da gibt es nichts, was hier rüberführt, ne? Also wir finden hier, und das sind zwei, Entschuldigung. Ja, da kommen wir nicht raus. Wir müssen da echt ganz außen rumlaufen. Ach, da sind wir. Wir sind in diesen... Okay, ich verstehe. Okay, wie weit kann ich dahinter gehen? Gar nicht weiter mehr, ne? Ich muss hier... Okay, da komme ich schon nicht mehr durch. Okay, er ist drüben in dem anderen Raum. Man hört's. Wieso ist das wieder an? War das nicht mal aus? Hä? Langsam, hier waren wir doch schon.
gleich jetzt auf, da war vorher zu, ne? Stimmt, von da hinten sind wir gekommen, wo die Dame mit den Schnupfen drin sitzt. Scheiße. Okay, das ist das erste Mal, dass wir das überlebt haben, dass das Ding hingehauen hat. Oh, Jesus. Können wir das nicht ausschalten? Okay, weiter geht's. Mal hier richtig. Ja. Hier ist der Schalter, ich sehe ihn schon. Betätigen Sie die Leistungsschalter des Dekontaminierungsraums. Noch einer? Wo ist der denn? Echt, ich muss jetzt wieder zurück? Jetzt ist das Ding hier wieder aus. Ah ne, das ist noch an. Fick dich. Entschuldigung. Wieso ging das denn jetzt los? Wir waren noch weit genug weg. Okay, vielleicht hätten wir jetzt ganz schnell den Feuerwerfer, keine Ahnung, ob das was bringt, den Flammenwerfer und dann angezündet. Vielleicht hätte es ja was gebracht, aber daran denke ich dann in dem Augenblick nicht mehr. Scheiße. Okay, wir müssen den einen nochmal machen, den haben wir noch nicht gemacht. Wir gehen da ganz bis vorne.
Das hatten wir doch vorher ausgeschaltet, oder? Kann ich das nicht ausschießen? Sicherheit, aber dann war ich so viel leer, ne? Du kletterst, du bist da nicht rein. Wieso geht das nicht? Ich kann da nicht reinklettern von hier aus, oder? Das ist doch bescheuert. Okay, Leute. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wieder eine nervenaufreibende. Lasst das mit dem Geräusch. Ich will mich nur kurz verabschieden. Das wäre eine nervenaufreibende Folge, nervenaufreibend. Hilfe! Wir sehen uns beim nächsten Mal, dann geht's weiter. Dann aktivieren wir das Terminal und dann gucken wir mal, ob wir hier rauskommen. Oder nicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.